Ja, guten Abend miteinander. Also, die Aufgabe ist, etwas zu sagen zum Thema Beruf Künstler. Welche Anforderungen stellt die aktuelle Gesellschaft an den Beruf des Künstlers oder der Künstlerin? Kann ich sagen, ich muss einfach mal anhand von mir erzählen. Und nachher ist es, glaube ich, am ersten klar. Also, ich gehöre zu den Autodidakten, also eine aussterbende Gattung. Autodidakten in der heutigen Kunst gibt es ziemlich wenig und wird es auch noch weniger geben in Zukunft. Weil heute, also ich habe mich mal beworben für eine Hochschule, bin allerdings nie genommen worden. Allerdings hat es dann in der Schweiz noch nicht wirklich Hochschulen gegeben, vor 25 Jahren, sondern es war in Deutschland gewesen. Ich behaupte, heute würde ich lockeren Platz finden, weil die Hochschulen ja im Moment die Aufgabe haben, einfach Plätze zu füllen und mal zu schauen, dass sie ihre Studenten herbringen. Das heisst, mein Berufswunsch war, ich wollte unbedingt Künstler werden. Und heute ist der Berufswunsch eher, ja, ich könnte sie mal versuchen mit einer Hochschule und dann schauen wir dann mal weiter. Dann hat man die Hochschule abgeschlossen und hat irgendwelche Ausweise und Zertifikate und darf sich dann Künstler nennen oder Künstlerin, ganz offiziell. Und ich sage euch, das reicht noch nicht für den Visarte-Mitglied zu werden. Wir von Visarte, wir definieren im Auftrag vom Bund, was eine Künstlerin ist und was nicht. Und da gibt es einfach formale Kriterien. Das heisst, man muss ja mal überlebt haben überhaupt als Künstler oder als Künstlerin auf dem Markt. Wobei, Markt ist schon wieder das falsche Wort. Man muss einfach bewiesen haben, dass man sich durchbeissen konnte. Eigentlich nach der Hochschule fängt die erste Ausbildung an vom Leben, habe ich das Gefühl. Es nimmt mich dann mal Wunder, wenn wir dann später schauen, wie hoch das die Ausfallquote ist bei den Hochschulausbildungen. Und ich wünschte mir ja dann schon, dass man wenigstens die Leute, die man dort ausgebildet hat, noch irgendwie in der Kreativwirtschaft unterbringen könnte. So, dass dann niemand mal wird politisch sagen, ja, jetzt schaffen wir die Kunstausbildungen ab, es bringt sie sowieso nicht, die Leute landen irgendwo, wo wir sie nie brauchen können. Weil brauchen können wir es auf jeden Fall. Ja, und dann, was passiert eben, dann ist man Künstler. Und dann sollte man doch irgendwo ausstellen. Und dann gibt es doch in der Schweiz so tolle Off-Räume. Und die Off-Räume haben bis vor einem Jahr, haben die Preise bekommen. Für hervorragende Arbeit hat das Bundesamt für Kultur die ausgezeichnet. Und dank diesen Auszeichnungen konnte die Kunsträume nachher bei anderen Leuten wieder Geld holen. Und durch das gibt es ein Netzwerk, ich sage das immer, das ist die unterste Stufe des Kunstmarkts, dort wo ich gelernt ausstellen, dort wo ich meine grossen Fehler dürfen machen, das ist etwas, das droht uns absolut wegzufallen. Kann natürlich überhaupt nicht sein und ich persönlich und wir eigentlich alle zusammen kämpfen dagegen. Handherum gibt es natürlich jetzt dank dem neuen Kulturförderungsgesetz für die Museen 200'000 Franken, die sie können beantragen im Gesamten. Das war vorher der Betrag, der war für Kunsträume, so dass man Versicherungsprämien für Ausstellungen decken kann. Sind wir bei einem nächsten Punkt, wenn wir so ein bisschen die Kulturbudget nämlich anschauen, dann sehen wir doch, für Werkbeiträge und Projektbeiträge gibt es immer weniger Geld. Nicht etwa, weil es weniger Kulturgeld gibt, sondern weil natürlich unsere Institutionen mehr brauchen. Und die brauchen mehr, weil die Versicherungen teurer werden, weil die Transporte teurer werden. Und mir geht es natürlich dort bei denen holen, die am wenigsten motzen, das sind mehr Künstlerinnen und Künstler. Eben, man hat die Hochschule fertig und dann muss man schauen, dass man irgendwie überlebt. Und mir denkt es immer, wichtig ist auf einmal die Imagepflege. Also, ich weiss zum Beispiel von einem Beispiel, ich habe mal eine Ausstellung kuratiert auf dem alten Friedhof in Kaufdorf. Dort hat der Kulturblogger Roger Levy ein Video gedreht von jemandem. Und diese Person hat dann am Schluss von der Ausstellung gesagt, ja, nein, ich möchte gleich lieber, dass du das wieder wegnimmst vom Internet. Und ist das da nicht so gut da? Ich kann euch sagen, diese Person hat seitdem keine grosse Ausstellung mehr bekommen. Also, man lässt manchmal lieber etwas, das man selber findet, das sich vielleicht nicht so toll noch stehen lässt. Dafür findet man dann den einen auch wieder. Es läuft mittlerweile viel über das Internet, wie ihr sicher alle ja wisst. Und wir haben hier in der Schweiz einen ganz grossen Vorteil. Wir haben das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft. Die sammeln alle Künstlerdaten.
Und wenn ihr jetzt dort noch nicht euch angemeldet habt, schickt denen Material. Ich sage euch, das ist extrem wichtig. Dort hier werdet ihr dann in eine Kartei aufgenommen. Das ist so quasi wie das Künstlerinnen-Lexikon der Schweiz heutzutage. Und wenn ihr dort einmal drinnen seid, dann findet man euch auch, und zwar international. Ich kann nächstes Jahr im Kunstmuseum Solothurn eine Ausstellung kuratieren, vom Kunstverein Solothurn aus. Für mich war es extrem wichtig, die Aufgabe, Solothurner zu zeigen oder Solothurnerinnen. Ich bin natürlich zuerst mal der gesucht, habe mich näher vorgetastet. Und er gesagt, ja, ich würde gerne die, halt die Ausstellung am anderen Ort zeigen. Dann konnte er die Stadt Mannheim an Bord holen und dachte, das kann man das gleich machen in Deutschland? Nichts. Es gibt überhaupt nichts. Ihr findet in Deutschland die Künstlerin, die euch, Künstler, die euch vielleicht interessiert, findet ihr nie. Also wir haben hier in der Schweiz einen riesigen, riesigen Vorteil. Aber eben, ich bin erst jetzt fertig mit meiner Kunstausbildung. Und haben wir heute noch Kunstkritik? Nein, haben wir nicht mehr. Heute wird einfach mal geschaut, was ist so ein bisschen trendy, was ist ein Hype, wie sind die Stars. Und heute werden die Leute so abgehandelt als Person. Wir haben überhaupt keine Inhalte mehr. Gut, wir können jetzt darüber reden, ob Kunstkritik, ob es das überhaupt noch braucht, ob das nicht einfach antiquiert ist. Wahrscheinlich ist so etwas antiquiertes, weil die Presse interessiert sie auch nicht mehr, kann es gar nicht mehr interessieren. Die müssen ja selber auch schauen, dass sie ihre AG ihre Aktionäre können befriedigen können. Und Kunst oder Kultur ist dort halt etwas, das nicht so wirklich Renditen abwerfen kann. Und ihr habt gesehen, also nicht nur die Feuilleton sind übrigens geschrumpft, auch die Wirtschaftsteile sind geschrumpft. Ich bin jetzt einfach ein bisschen weiter bei meiner Hochschulausbildung und ich sage euch, es ist überhaupt nicht cool, wie Arte-Mitglied zu werden. Absolut nicht. Das ist so ein altbackener Verein, so ein bisschen mit älteren Mann und Frauen. Und warum soll man dort Mitglied werden? Und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo man vielleicht einen billigeren Mac kaufen möchte und dann sieht, da bei den Rabatten, vielleicht würde es sich mal schon rentieren, wie Sarte-Mitglied zu werden. Und dann haben sie dann noch billigere Atelierversicherungen und so weiter. Und dann fängt man die an zu rechnen und sieht, aha, das ist ja eigentlich, wenn ich meinen Mitgliederbeitrag da aufrechne und mit dem, was ich spare, bekomme ich am Schluss des Jahres sogar noch Geld raus. Also es gibt mittlerweile Leute, die uns quasi akzeptieren als als Cumulus-Karte und so Mitglied werden. Aber für viele andere ist es natürlich immer noch nicht cool. Jetzt sind wir einfach bei denen, die es so ein bisschen geschafft haben, über Kunsträume irgendwo raufzukommen, und die tun sich immer in der Städte gruppieren. Geht heutzutage mal noch Künstlerinnen und Künstler finden, die irgendwo auf dem Land wohnen. Land geht noch, aber mir denkt, wir haben mittlerweile so eine Höhenkollergrenze von 800 Meter. Darüber findet ihr niemand mehr. Also gut, irgendwann einmal merkt man, dass die Stadt auch zu teuer ist. Man kann nicht immer in dieser Stadt hocken und dann noch Kunst machen und das Atelier ist auch zu teuer. Und es ist auch wahnsinnig klein und das Geld hat man nicht für das, aber man muss ja in der Stadt bleiben, weil das ist so ein bisschen im Hype und das ist so ein bisschen der Trend und dort sind auch die Stars. Und irgendwann einmal gibt es ein paar, die sagen, jetzt gehe ich dort her, wo meine Produktionskosten billig sind. Dann gehen sie eben auf das Land, aber noch nicht über 800 Meter. Und dann machen sie von dort aus ihre Sachen. Aber von denen wissen wir noch nicht so viel, von diesen Leuten. Aber es gibt die bereits, die jetzt bereits im Land draussen sind, die dort für ihre Kunst machen. Ja, und nachher, es gibt natürlich ein Problem auf dem Land, keine Kulturförderung. Ja, was macht man da? Ich kann euch sagen, ich habe wahnsinnig Schwenk. Ich bin über der Höhenkollergrenze, ich wohne genau auf 1000 Meter. Ich bin akquiriert worden mit meiner Familie zusammen von einem SVP-Gemeindepräsidenten, der hat erfahren, dass wir eine neue Bleibe suchen und hat gefunden, im alten Schulhaus sei ja die Lehrerwohnung frei und dann gäbe es ja noch ein Atelier für mich eigentlich im alten Werkraum vom Schulhaus. Dann hat er mir ein SMS geschickt, wir sind aus Freundlichkeit schauen. Und ich habe gefunden, das ist ganz ideal, Tagesschule und alles zusammen tiptop. Wir können dann wieder gehen, wenn es nicht geht. Und wir gehen noch lange nicht von dort oben. Aber ich glaube gleich, so Leute, die sich dann leisten können, über die Schmerzgrenze von 800 Meter auszugehen, die müssen schon ein bisschen etabliert sein. Franz Gertsch ist zum Beispiel so einer. Das ist doch gleich, wo der Gertsch hockt, ob jetzt der auf 2500 Meter hockt oder irgendwo in einem Bunker. Der Gertsch macht sein Zeug und der Markt verträgt es und der Markt verkauft es.
Also gut, aber ich kann euch sagen, es funktioniert gleich auf dem Land draussen. Weil wir haben billige Produktionskosten, wir haben dafür ein bisschen mehr Geld zum Reisen, kann dort in die Städte gehen und so. Und wir weisen heutzutage auf Galeristen, kann man sich sowieso nicht mehr verlassen, weil die, sind wir doch ehrlich, die meisten Galeristen, die tun doch nur so, als wären sie Galeristen. Denen steht doch selber das Wasser bis zum Hals, die müssen doch selber schauen, wie sie über die Runde hineinkommen. Und ich habe das Gefühl, Galerien haben nicht mehr wirklich Zukunft, außer die, die richtig mal reinbuttern können, dass sie sich am Markt halten können und dann auch riesige Löcher aushalten können, die sie dann mal nichts verdienen. Und dann ist es gäbig, oder dann nimmt man einen jungen Künstler oder eine Künstlerin nachher, und wenn die nach der zweiten Ausstellung nichts mehr bringt, tschüss, weg vom Markt, schau selber weiter. Von denen wird es immer mehr geben. Also Galerien sind heutzutage mehr oder weniger Durchlauferhitzer. Ich habe das Gefühl, Kunsträume sind unsere gute Möglichkeit, zu überleben als Künstlerin oder als Künstler. Die haben quasi ihr Schaufenster. Und die müssen nicht die Zeit verplempern, mit in der Galerie hocken, für den dann zu warten, bis mal jemand vielleicht kommt und schauen kann. Die können dann dorthin gehen, wo ich ausstelle, und dann dorthin mit den richtigen Leuten reden. Die müssen ja, die haben dann die Kapazitäten. Ich helfe mit euch wetten, in 10 Jahren haben wir die Hälfte Galerie und doppelt so viele Kunsträume, die aber viel professioneller arbeiten können, weil sie nämlich auch ein bisschen Geld verdienen. Also gut. Aber wir haben ja noch wahnsinnig andere tolle Möglichkeiten, mittlerweile für die, die auf dem Land wohnen, auch für die, die auf der Stadt wohnen. Crowdfunding heisst es zauberwörtlich. Und ich sage euch, das ist, glaube ich, das Beste, was Pro Helvetia in den letzten Jahrzehnten jemals gefördert hat, so eine Crowdfunding-Plattform. Da könnt ihr ein Projekt vorstellen, die dreht ein kleines Film, hängt es rein und dann gebt ihr als Gegenangebot den Leuten, die den Sturz geben, zwischen 10 und 1000 Steine, irgend habt ihr ein Angebot und nachher läuft das und nachher ist irgendwie der Herr Vögeli vor Tierhandlung zu tun, gibt einen Zehner und hat dann auch etwas als Gegenleistung und einer, der etwas mehr hat, hat einen Tausiger. So geht es wie eine neue Art von Netzwerk. Und es funktioniert tiptop, das Crowdfunding. Ich kann euch sagen, ich habe selber ein Projekt jetzt so auf die Reihe bekommen, das ich sonst nie hätte finanzieren können. Und jetzt bin ich schon gut im Markt, oder? Jetzt gehöre ich halt vielleicht zu diesen Künstlern, also nicht ich, der vielleicht ein anderer, ich rede jetzt so, wie wenn ich ein anderer wäre. Gut im Markt und jetzt habe ich meine Kohle, die ich verdiene, und jetzt habe ich ein Problem mit den Steuern. Was mache ich jetzt? Werde ich eben erst recht wie Sartenmitglied, weil ich eine Pensionskasse habe, und das ist gut vor den Steuern. Kann ich dort viel reinschaufeln, komme oben und runter mit den Steuern. Und so gewinnen wir heute andere Mitglieder, also eine Kategorie von denen, die früher gesagt haben, dort werde ich sowieso nie Mitglied. Die kommen zur Visarte, damit sie Steuern sparen können. Aber sie haben auch etwas im Alter, natürlich. Ja, und was haben wir noch? Jetzt sind wir wieder bei den Hochschulen und jetzt Kopf, jetzt habe ich es doch einigermaßen geschafft in der Hochschule und dann werde ich pensioniert und dann merke ich das Schlimmste. Die Hochschule hat eine wahnsinnige Unterlassungssünde gemacht. Eigentlich hat sie immer müssen überprüfen, so wie es andere Hochschulen machen, einfach nicht die, die mit Kultur zu tun haben, dass ich jedes Jahr meine AHV einzahle. Und jetzt habe ich dort ein riesiges Loch und ein riesiges Problem. Aber ich kann euch sagen, zum Glück gibt es die Visarte mit unseren Vorsorge- und Unterstützungsfonds. Und dort landen dann nachher zum Beispiel die Leute. Und denen können wir dann auch noch über die Runde helfen. Und irgendwann einmal, liegt man dann unter dem Boden. Aber ich habe das Gefühl, als Visarte-Mitglied hat man es wenigstens ein bisschen gut gehabt. Und jetzt übergebe ich das Wort direkt der Ursula als Vertreterin von einer Hochschule. Und ich behaupte, sie hätte ein gewisses Unterlassungsproblem. Merci vielmals.